Wir freuen uns über die Bewerbung und Siemens denkt sich, what? Das ist jetzt what the f***? Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Talk in der Alm. Wir wollen heute mit Dani und Eli von Zipsoft das Thema Arbeitsmarkt besprechen. Wir werden heute von Bewerbungen, aktuelle Situationen, Entlassungen, wie könnt ihr euch bei der Games-Branche bewerben, das wollen wir heute alles mal so ein bisschen besprechen, so ein bisschen hinter die Kulissen einfach wieder blicken und einfach mal so ein bisschen Erfahrungsaustausch von Handygames und von Zipsoft so ein bisschen euch wiedergeben. Wir bedanken uns erstmal bei den Sponsoren heute wieder. Kirk, ja, denkt an uns. Ja. Danke. Ihr seid von Zipsoft. Das ist nicht gesponsert. Ja, hier Getränkesponsoren, wieder Frankenbrunnen und die Würzburger Hofbräu. Da bedanken wir uns natürlich herzlich. Wir steigen jetzt mal ganz locker ein. Thema Arbeitsmarkt war ja letztes Jahr nochmal richtig da. Spannend. Ja, super spannend. Ziemliche Bad News. Wie habt ihr das so aufgefasst? Was war bei euch so? Wie ist es in Regensburg angekommen? Ja, schwierig, wenn man diese Nachrichten liest. Man denkt halt natürlich in erster Linie an die Leute, die es betrifft. Das ist keine schöne Nachricht, die man da bekommt, weil es ja da auch um Existenzen geht. Wir haben an der Stelle tatsächlich probiert, auch zu helfen. Wir haben die jeweiligen Personalfirmen angeschrieben und haben gemeint, Mensch, wenn wir irgendwas für euch tun können, gebt Bescheid. Wir haben auch Stellen ausgeschrieben. Wir würden da auf alle Fälle unterstützen, wenn ihr was braucht. Also man hat da eher versucht, den Leuten tatsächlich zu helfen. Ja, definitiv. Jetzt haben wir gesehen, ihr sucht ja gerade drei Stellen. Vielleicht sagst du noch ein bisschen was für unsere Zuschauer zu Zipsoft, so ein bisschen Werbung für euch machen auch. Wie viele Leute seid ihr? Regensburg ist jetzt auch nicht der Nabel der Gameswelt. Sagt ihr mal ein bisschen was dazu vielleicht. Also, ja, wir sitzen in Regensburg, ist vielleicht nicht der Nabel der Gameswelt, ist aber eine wunderschöne Stadt tatsächlich. Wir sind 85 Leute, sitzen in einem wunderschönen Gebäude in Praxheim. Das ist ein altes Ehrengebäude, ist sehr alt alles. Also es ist neu aufgebaut, aber es ist ein sehr altes Gebäude, das denkmalgeschützt ist von außen auch. Genau, wir haben umrandet vom Stadtpark. Genau. Wir haben einen Stadtpark nebendran, also auch wunderschön zentral gelegen an der Autobahn, aber auch an der Innenstadt. Also, ja. Außerdem wird es auch nicht langweilig. Ne? Wir haben ungefähr einmal die Woche einen Feueralarm. Ja, wir haben sehr häufig Feueralarme, ja. Sehr lustig. Ja. Das ist einfach, weil das Gebäude relativ alt ist und beim Umbau vielleicht nicht alles so wunderbar funktioniert hat. Also Berliner Flughafen in Regensburg. Nicht ganz so schlimm. Wir sind ja schon drin. Genau, wir sitzen mit 85 Leuten dort. Wir haben aktuell... Ihr fokussiert euch ja so auf ein großes Spiel. Ne? Sagt ihr vielleicht da so ein bisschen noch was dazu? Also Tibia, da muss man eigentlich ganz stolz sagen, ist heuer 20 Jahre alt geworden. Das ist, glaube ich, für die Branche durchaus sehr ein Methusalem-Alter und haben natürlich auch ordentlich mit Kuchen und dergleichen gefeiert, weil ist auf alle Fälle eine große Leistung, vor allem in der schnelllebigen Zeit. Dass man da 20 Jahre, zwei Jahrzehnte ein Spiel betreibt, das, glaube ich, schafft an der Stelle auch nicht jeder. Ja, ist ziemlich unique, ja. Ja, das ist, ja, genau. Also da, das wäre auch nicht möglich gewesen. Immer noch mit einer riesen Fangemeinde auch. Genau, ohne die ganzen Fans, ohne die ganzen Spieler, ohne die ganzen tollen Mitarbeiter, die das natürlich am Laufen halten und auch weiterhin betreiben. Das ist auch eine ganz, ganz große Leistung. Das ist natürlich unser Hauptprodukt. Wir haben noch zusätzlich TBME. Das kam eigentlich... 2001 ist Zipsoft gegründet worden, 2003 ist dann TBME online gegangen, ist halt kleiner, ist auch ein Handyspiel, Mobile Game. War aber auch eine der ersten seiner Art tatsächlich. Ja. Aber damals noch zu Zeiten, wo es noch keine Internet-Flats fürs Handy gab. Das heißt, die Leute hatten schön Datentraffic. Deutsche Telekom, das weiß ich noch bei euch. Genau. Und wir hatten Spieler, die hatten Handyrechnungen höchst von 300 bis 400 Euro. Das ist halt nur dann, von Datentarif. Ja. Genau. Wie oft seid ihr verklagt worden? Ich glaube, kein Mal. Also nicht, dass ich wüsste. Wissen wir nicht. Ich glaube aber nicht. Die Leute waren einfach so begeistert von dem Spiel, da war es dann egal. Genau. Aber das sind halt so unsere Hauptzugpferde quasi. Wir sind aber natürlich ganz fleißig dabei, noch andere Projekte zu entwickeln. Toll geheim. Also natürlich. Also ich dürfte nicht nochmal darüber irgendwas sagen. Nee, wir können sagen, eins wird heuer veröffentlicht. Okay. Genau. Und am Rest wird... Innovativ gebastelt, genau. Also es ist noch einiges zu tun bei uns. Also wie ich euch kenne, wird er wahrscheinlich serverbasiert. Multiplayer, oder ist das auch? Ja. Ich merke schon. Ohne unseren Anwalt. Ende des Jahres oder jetzt in naher Zukunft? Mhm,
Ja. Ja, okay. Also gut. In diesem Jahr. Okay. Genau. Jetzt, spannend. Jetzt haben wir ein bisschen was von euch gehört. Ihr seid 85 Leute. Ihr sucht ja auch Nachwuchs. Deswegen ja. sind wir auch hier. Wie schon gesagt, sind 3 Jobs online gerade bei euch. Ja. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ihr sucht eigentlich nur deutsch sprechende Leute. Ja. Das kommt wahrscheinlich daher, wir haben es im Vorgespräch auch schon mal gesagt, dass ihr ja vor allem halt Deutsch als Hauptsprache bei euch habt. Ja. Genau, aus der Historie gewachsen. Ja. Also eigentlich muss man sagen, es sind jetzt 1000 Leute ungefähr, ich sage mal so, das war so unsere geschätzte Rechnung, sagen wir so, die jetzt gerade einen Job in der Games-Branche suchen müssten. Ich bleibe jetzt mal bei müssten. Ja, dann haben wir ja vor 1-2 Wochen dann mal diese Aufstellung gemacht, wie viele Jobs gerade eigentlich angeboten werden von den ganzen großen Publishern und Spieleherstellern und haben ja gesehen, irgendwie so um die 300 jetzt mal plus minus, da mal ein paar vergessen oder da mal nicht geguckt oder aber so drei, sind wir jetzt ganz gut hochkommen, 350 ja. Jobs, die es ja gerade wirklich zu vergeben gibt, also haben wir eigentlich ein Überangebot, das sollte es so sein. Ja, ja. Genau. Seht ihr das ähnlich? Grundsätzlich ja, also wir sehen es ähnlich, es kommt bei uns nur auch leider nicht an, also es ist nicht so, dass wir uns jetzt vor Bewerbungen retten können, leider. Ist halt die Frage, wo die alle hin sind. Ja, ist auch die Frage, wie sich diese 1000 zusammensetzen. Sind das, keine Ahnung, von den 1000 sind es 500 Game Designer, Game Content Designer und nochmal, keine Ahnung, 400 Grafiker oder dergleichen. Es kommt halt immer darauf an, was dann freigesetzt worden ist auf dem Markt und was die Unternehmen selber tatsächlich suchen. Bei uns ist ja der Schwerpunkt tatsächlich, dass wir Softwareentwickler suchen. Und ja, da vermute ich mal, dass die sich am leichtesten getan haben, nachdem sie freigesetzt worden sind. Wenn sie überhaupt bei den Leuten dabei waren, die freigesetzt worden sind, das ist natürlich auch die Frage. Ja, und ich glaube, dass es halt auch tatsächlich damit zusammenhängt, was tatsächlich gesucht wird und was auf dem Markt da ist, dass da vielleicht einfach eine Diskrepanz bestehen könnte. Vor allem sind ja auch viele Internationale dann bei den Freigesetzten dann dabei, die ja für uns leider gar nicht in Frage kommen. Ja, und die sind vielleicht dann wieder ins Ausland zurückgegangen, die Games-Branchen im europäischen Umland sind, glaube ich, in noch ruhigeren Gefilden als die Deutschen. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr gesunder internationaler Markt. Jein, also muss ich also ein bisschen widersprechen. Ein bisschen anders. Also okay. wir haben jetzt hier auch hier ein paar super spanische Kollegen eingestellt letztes Jahr und die sagen, in Spanien, das sieht noch viel schlimmer aus wie in Deutschland. Ja. Für die ist Deutschland eigentlich das gepriesene Land. Zumindest, gut, gibt es vielleicht noch aber andere. UK aber UK wird ja auch noch gehen. Ja, UK hört man jetzt auch nicht so. Brexit-Thematik ist ein riesengroßes. Wir sehen auch, dass viele eben wieder, die nach England gegangen sind, auch wieder von da weggehen. Also die haben ja auch jetzt die planen eine Steuer, also eine Extra-Steuer, dass du Ausländer bist, wenn du dort arbeitest, von, glaube ich, 1000 Pfund oder irgend sowas. Also da werden wir mal, glaube ich, in den nächsten paar Monaten mehr sehen, wie sich da die Branche entwickelt. Ja. Also generell stellt sich für mich die Frage, wo sind die alle hin? Also wo sind die ganzen hin? Ich habe jetzt mal geguckt, was haben wir geguckt? Wir haben ja die Website Games Career. Ja, genau. Da haben wir, weiß nicht, ob ihr da auch, sucht ihr, glaube ich, auch, genau. Es sind irgendwie 80 Stellenangebote heute früh gewesen von 26 Arbeitgebern potenziell auf nur, ich muss es, glaube ich, nachgucken, 14 Gesuchen, genau, 14 Gesuchen. Das ist natürlich 14 Leute suchen nur, kriege ich nicht gebacken. Dasselbe im Arbeitsamtssystem, Jobbörse, gut, das mag jetzt jemand nutzen, mag nicht nutzen. Ich glaube, ihr habt gesagt so, naja, ihr schaut da zumindest mal drauf. Also wir benutzen das genauso, wir stellen auch unsere Jobs online und wenn man einfach nur, für uns halt zum Beispiel Unity 3D, ja, das ist für euch jetzt nicht so wichtig wie für uns wahrscheinlich. Doch, auch, sorry. Ja, also für uns ist es super wichtig, Unity 3D. Und da haben wir früher mal wieder reingeguckt, wie viele Leute wirklich Unity 3D in ihrem Lebenslauf mit angeben oder als Fähigkeit, die sie haben. Und ich glaube, es waren nur 80 Stück oder 50 Stück, die letzten 8 Wochen, 50 Stück die letzten 8 Wochen, die da ein Profil hochgestellt haben. Also müssten ja eigentlich die ganzen Leute, die jetzt da von den Entlassungen oder von Kürzungen betroffen sind, eigentlich da ihr Profil hochgeladen haben, weil man muss sich ja eigentlich auch melden beim Arbeitsamt. Das ist ja eigentlich auch Pflicht, sich da irgendwo zu sagen, Leute, ich suche jetzt einen neuen Job, weil mein Arbeitsverhältnis ist gekündigt worden oder meine Befristung läuft aus. Da stelle ich mir schon die Frage, wo sind die hin? Ja, und gut, da gibt es ja noch andere Portale wie Making Games, da sind 2 Jobs, glaube ich, online gerade, die zu vergeben sind. Also ich frage mich einfach so, es fehlt so ein bisschen eine Plattform, wo wirklich Jobs, Gesuche, Angebote, dass wir da so so eine Plattform haben, oder? Oder wie seht ihr das? Oder was ist für euch so die Plattform, wo ihr am meisten sucht? Kommt ganz drauf an, also wenn man tatsächlich sowas wie Game Designer oder sowas suchen, was wirklich spielespezifisch ist, ist es tatsächlich Games Career, wo wir ausschreiben, wo wir die meisten Rückläufe haben.
wenn es eher sowas ist wie ein Softwareentwickler, der halt doch auch regional sitzen könnte bei uns, ist es tatsächlich StepStone. Da machen wir die beste Erfahrungen damit, da kriegen wir die meisten Rückläufe. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, Games-erfahrene Leute zu finden, außer auf Games Career. Die Making Games Talents ist ja auch abgesetzt worden hier Anfang des Jahres. Super traurig, also da waren wir sehr, sehr traurig drüber. Ja, darüber kennen wir uns ja eigentlich. Ja, genau. Also da haben wir immer Leute rekrutiert. Ja, also wir haben eigentlich aus jeder Making Games Talents mindestens eine Person eingestellt tatsächlich. Aber da war es ja genau andersrum. Also da waren ja die Firmen, die gepitcht haben gegenüber den Leuten, die da eben sich informiert haben, wer möchte denn in der Branche überhaupt mal einstellen. Und da haben wir ja immer gesagt, okay, wer sind wir? Wir haben uns vorgestellt. Da gab es ja immer nette Diskussionen auch von ein paar größeren Hamburger Firmen, die immer mit dem Pool geworben haben. Es wurde dann am Schluss auch schon recht amüsiert aufgenommen. So, ja, wir haben auch einen Pool und dann gab es ein Foto mit Bierflaschen drin und so. Also, ja, es waren schöne Zeiten, aber jetzt, wie du sagst, es gibt es nicht mehr. Was eigentlich schade war, weil auch wir haben darüber einige Leute gefunden. Ja, du siehst auch in den Bewerbungen dann meist im Anschreiben, oh, wir haben jetzt den Christopher kennengelernt auf der Making Games Talents. Oh, guck mal, oder auf der Messe, oder ich war an der Hochschule, oder. Das hilft natürlich dann auch. Ne? Ab und zu erinnerst du dich auch an diejenigen oder denjenigen ab und zu mal. Natürlich jedes Mal. Ja, bestimmt bei tausenden von Leuten, aber... Nein, aber das ist schon so. Viele schon, also man merkt natürlich, wer sich dafür überhaupt interessiert. Ja, klar. Ich glaube, viele sind tatsächlich auch, so traurig wie es ist, raus aus der Branche. Ja, also vielen ist es jetzt aktuell ein bisschen zu wackelig. Die haben vielleicht den ersten Arbeitgeber durch, wo sie gekündigt wurden, also die erste Games-Firma, waren jetzt vielleicht bei der zweiten, haben es wieder nicht lange dort aushalten dürfen und haben das jetzt vielleicht auch einfach leider und suchen sich was doch Stabileres. Ja, aber es kommt ja trotzdem noch genügend von unten nach. Also das heißt... Das verstehe ich mit den Leuten, die eben in der Branche waren, aber wenn eben viele, die jetzt eben gerade von den ganz vielen verschiedenen Hochschulen hochkommen, die suchen ja auch gerade wieder was. Ich denke, dass sich die tatsächlich dann für uns sehr traurig, aber in den Hochburgen ansiedeln, die dann ziehen sie lieber nach Hamburg, da haben sie die Auswahl zwischen 5 Spiele Entwicklern oder Berlin, als jetzt zu uns nach Bayern zu kommen und dann vielleicht eben neben Regensburg nur noch Würzburg haben. Wir hatten zum Beispiel oder im München. Sommer letzten Jahres hatten wir es auch probiert, über Personalberatungen zu suchen, wirklich dediziert, und da hatten wir eine, die war direkt aus Hamburg, die hat sich auch wirklich spezialisiert auf die digitalen Medien und eben hat auch schon mit der Gamesbranche zusammengearbeitet. Und die Dame, mit der ich da telefoniert hatte, die war total nett, sehr professionell, hat aber gemeint, schön und gut, was sie da machen, aber ganz ehrlich, mit Regensburg gewinnen sie da halt auch keinen Blumentopf. Die meisten wollen tatsächlich diese Ballungsregionen wie Hamburg oder Berlin, weil ich glaube, dort haben sie auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn mir bei der Firma X in Hamburg, wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich immer noch... Gehe ich die Straße rüber zur Firma Y, dann bin ich aber immer noch in der Games-Branche. Aber wenn ich, keine Ahnung, zum Beispiel nach Regensburg komme oder nach Giebelstadt Uptown, dann... The place to be. Und ich in der Games-Branche bleiben möchte, dann muss ich dann wieder umziehen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Leute vielleicht auch ein Stück weit, weiß ich nicht, bequemer geworden sind. Sie haben vielleicht natürlich auch ihren Freundeskreis aufgebaut und suchen. Sie haben vielleicht kein Auto, weil sie so, ne? Weil sie ja mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So aber es ist auch, finde ich jetzt auch bloß jetzt nach Berlin zu gehen, es ist ja dann auch nicht nachhaltig, wenn ich dann schon mal einplane in meiner Karriere, dass ich von einer Firma zur anderen Job habe. Das war bei uns damals in Bukarest auch so. Da hatten wir auch eine Firma, eine Zweigstelle unten, und dann sind halt die Leute dann so von Electronic Arts zu Gabelov, zu Nokia, zu Motorola, je nachdem, wer dann immer 100 Euro mehr gezahlt hat, der ist dann immer gewechselt dann. Die hast du auch nicht halten können, final. Ja, also ihr macht das ja auch schon ein bisschen länger. Das heißt ja eben, eigentlich möchte man ja die Leute für eine längere Zeit haben. Ja, also von unserer Seite aus ja. Ich glaube nur, dass bei den Bewerbern gerade, was es jetzt aktuell angeht, da sind die das einfach gewohnt, dass es sehr kurzlebig, sehr projektbezogen ist. Bei uns zum Beispiel ist das eigentlich tatsächlich anders. Also wir stellen die Leute ein, weil wir sie haben wollen, und zwar auch langfristig. Also bei uns sind die Leute auch tatsächlich eher so an die 5 Jahre oder sogar 10 Jahre länger. Bei uns kann man ja so sagen, also bei uns, wir stellen alle Leute tatsächlich erstmal auf 2 Jahre befristet ein. Mhm. Nicht, weil wir sie nicht übernehmen wollen, sondern weil man einfach mal guckt, an dem Punkt dann passt es für beide Seiten aus. In der Regel, wenn man nichts Dramatisches irgendwie sich in die Schuhe fallen lässt, dann übernehmen wir die Leute danach aber auch. Also das kann man wirklich an einer Hand abzählen, wie viele wir da nicht übernehmen oder wie viele auch von sich aus sagen, dass sie nicht mehr wollen. Mhm. Aber zu 98% übernehmen wir die Leute und nach den 2 Jahren tatsächlich auch gleich in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Ja. Glaubst du, dass
Oh, sorry. Sind es dann eher die Jüngeren oder sind es dann eher die Älteren? Weil ich kann es mir immer vorstellen, die eben erstmal ihre Hörner, sage ich mal, ein bisschen abgestoßen haben in Hamburg oder in München, weil wenn man sich eine Familie, ich sag's mal, mit einer Familie gründen möchte, dann geht man halt eben eher aufs Land, also Regensburg, Würzburg, hier Giebelstadt. Hier bekommt man halt noch, ich sag's mal, eine größere Wohnung. Wir haben heute früh eben erst gelesen, was so die Zwei-Zimmer-Wohnung in München kostet pro Monat, sage ich. Da möchte ich jetzt aktuell bitte keine Familie gründen. Ja. Also merkt ihr das? Weil wir haben es ja schon mal angedeutet, wir haben ganz viele Babys bekommen letztes Jahr als Firma. Ist es bei euch auch so? Ja, also bei Zipsoft war letztes Jahr auch tatsächlich Babymoor. Also die letzten 2 Jahre, da waren unsere Mitarbeiter sehr produktiv. Weihnachtsfeiern? Nein, wir vermuten tatsächlich eher Sommerurlaub, weil die meisten Babys so im Mai und Juni letztes Jahr gekommen sind. Da hat es angefangen. Nein, aber bei uns ist tatsächlich auch, was die Leute angeht, gibt es verschiedene Mischungen. Wir haben einen zum Beispiel, das ist ein Senior-Software-Entwickler, der war vorher beruflich in Bremen, hat aber seinen Ursprung in Ringsburg und ist dann, hat jetzt auch 3 Kinder bekommen, also war letztes Jahr auch dabei bei den Babyboomern. Und der ist dann eben zu uns nach Ringsburg gekommen, weil er auch wieder zurück nach Ringsburg wollte, einfach auch familienfreundliche Arbeitszeiten haben wollte und hat sich dann hier bei uns gemütlich gemacht. Wir haben aber auch die jungen Absolventen. Wir hatten vor kurzem eine Animatorin zum Beispiel eingestellt, die eine Absolventin war. Und die freuen sich dann natürlich, dass sie einen Job haben in der Games-Branche, weil sie ihren Traum dann verwirklichen können, weil die Leute, die diese Games-relevanten Ausbildungen machen, die machen das ja auch mit viel Überzeugung und viel Leidenschaft. Und es ist auch immer so ein sehr viele Emotionen dabei, weil es ja auch immer so eine Traumverwirklichung ist und die freuen sich dann natürlich auch, wenn sie bei uns anfangen können. Also bei uns ist es tatsächlich noch eine gute Mischung zwischen den Jungen und Älteren. So, vielleicht so mal eine Zwischenfrage, wenn jetzt so viele Leute auf der Straße sitzen sollten, ja, habt ihr das Gefühl, dass jetzt dann so eine Freelancer-Welle auf uns zuläuft? Arbeitet ihr auch mit Freelancern zusammen? Weil das wäre eine Geschichte ja auch, die für euch vielleicht ein gangbarer Weg ist. Also im Grafikbereich sind wir viel mit dem Thema Outsourcing unterwegs, weil wir das einfach intern nicht jammen können, die Menge an Assets und dergleichen, die man produzieren müsste. Aber tatsächlich, so eine Freelancer-Welle ist uns noch nicht entgegengekommen. Also die typischen Freelancer-Anfragen kommen tatsächlich aus dem künstlerischen Bereich, also Artists. Ja. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob du da mehr bemüht Also was ist aber ein generelles Thema, was wir das Gefühl haben, ist tatsächlich, dass die Leute nach dem Studium sich gerne mal selbstständig machen, das mal 1-2 Jahre probieren und dann plötzlich doch wieder in ein festes Arbeitsverhältnis wollen. Ja, das sehen wir auch sehr viele Lebensläufe. Also aber das ist jetzt nichts, was jetzt aktuell ist, sondern das ist eigentlich schon immer. Okay. Oder kriegt ihr das so mit den Freelancern, ist da bei euch? Also man kriegt schon viel und ich habe auch jetzt, wo ich diese Jobs-Geschichte nochmal geguckt habe, das sind wir, die suchen wir jetzt dediziert auch zum Beispiel für Softwareentwicklung, Freelancer, was ich jetzt bei unserem Agilen produzieren, wo das wirklich das Team auf einem, an einem Standard zusammenarbeitet, auf sehr engem Raum, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Also das ist eigentlich was, was ich eigentlich gerade brauchen will eigentlich. Ne? Ja, es ist halt schwierig, weil du auch Know-how irgendwie dann nach außen gibst und der bleibt dann für eine bestimmte Zeit, was so viele Zeit an sich haben und dann geht er wieder und geht mit Know-how und es ist immer... Die Absprachen in dem Team, also davon lebt ein Team einfach auch von gegenseitigen Absprachen und das ist einfach nicht möglich, wenn es einen Freelancer hat. Ja, das Thema Scheinselbstständigkeit ist auch noch immer dabei, also das hat man jetzt in letzter Zeit auch immer wieder mitbekommen, ja, wenn man nur für eine Firma arbeitet, bloß aufpassen, vor allem, da ist ja nicht der Freelancer dran, sondern es sind ja vor allem auch die Firmen hinten dran. Ja. Ich glaube, es hängt auch mit der Unternehmenskultur zusammen. Also ich glaube, wir sind so familiär und so damit, also uns ist es sehr, sehr wichtig, dass die Leute auch bei uns bleiben. Dementsprechend dieses Durchwechseln mit Freelancer mal für 6 Monate, das würde bei uns gar nicht so richtig in die Unternehmenskultur passen, weil dafür sind wir zu familiär geprägt. Wieso stellen Spiele-Publisher oder Spiele-Developer eigentlich Leute ein? Was suchen wir eigentlich so als?